Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Roter Days von Freitag bis Sonntag am Flugplatz Turnau. Ferienaktion der Stadt Bruck, Tennis für die Kids. Und Damenfußball, LUV Graz gegen Sturm Graz. Vom 28. bis zum 30. August rotiert ganz Turnau und seine Umgebung. Nicht etwa wegen politischer Turbulenzen, sondern wegen eines internationalen Treffens der Scale-Hubschrauberpiloten und Hersteller am Flugplatz Turnau-Lanzen. Ja, wir haben spezielle Veranstaltungen. Wir haben ja voriges Jahr die Weltmeisterschaft hier in Turnau gehabt, im Modellflug. Und heuer haben wir uns gedacht, machen wir mit Hubschrauber was, also alles mit Drehflügler. Und haben da dazu die Scale-Modelle von ganz Europa eingeladen, mit den Originalen hier zum Flugplatz Turnau zu kommen. Nun, diese Modelle, das ist ja etwas ganz Besonderes. Wenn man nicht unmittelbar daneben steht, das Größenverhältnis nicht abschätzen kann, schaut er ja aus in der Luft, als ob es ein großer wäre. So ist es, ja. Also uns gefällt ja das sehr, also mir gefällt das ja, ein Scale-Modell, wenn es komplett schön nachgebaut ist, in Detail. Und wir haben gesagt, das ist sicher mal eine schöne Veranstaltung, wenn man ein Modell, das in Detail, vielleicht 1:5 oder 1:4 oder 1:3 sogar nachgebaut wird oder ist und hier vorgeführt wird und geflogen wird und daneben steht das Original und wird auch geflogen. Vom 28. bis zum 30. August haben die Zuschauer Möglichkeiten, sich hier umzusehen am Flugplatz. Es gibt sicherlich auch ein Rahmenprogramm. Ja, es gibt ein Rahmenprogramm. Wir haben auch viel Musik dabei. Und wir haben auch einen Frühschoppen, also und dann haben wir viele Stände. Wir haben auch viele Firmen werden hier ihre Modelle oder auch ihre Bauteile für Hubschrauber ausstellen. Wir haben auch für Großhubschraubern haben wir Firmen hier und also wir sind sehr froh, dass sich so großes Interesse zeigt für diese Veranstaltung. Ob Modellpiloten, Berufshubschrauberflieger, Modellbauer oder Modellbauunternehmer. Die ganze Szene dreht sich um den kultigen Flugplatz Turnau bei Afflens. Ja, die Highlights dieser Veranstaltung sind unsere Scale-Hubschrauber, auf die wir uns schon am Flugplatz Lanzenturnau sehr freuen. Es ist ein Highlight, das haben wir das erste Mal bei uns und wird eine tolle Sache werden. Einmal die echt maßstabgetreu nachgebauten Hubschraubermodelle bei uns hier am Flugplatz zu sehen und eben beobachten zu können. Maßgerechte Heli-Modelle treffen auf deren Originale. Von der Bell Cobra bis hin zum ÖAMDC Eurocopter. Es ist einfach faszinierend, wie ein solches Modell ferngesteuert wird. Viel Können und Feeling ist notwendig, um solch ein Modellfluggerät zu steuern. Bei einem Crash wären 40.000 Euro dahin. Worin liegt also für den Piloten die größte Herausforderung? Ja, in meinem Fall ist es sehr viel Geld, was dann verloren ist, aber ich sage, man kauft sich ja nicht so ein Ding und fängt damit an. Es ist ja über viele Jahre. Ich selbst mache das jetzt schon seit knapp 20 Jahren und man sollte halt nicht ganz talentfrei sein. Es gehört ein bisschen ein Gespür auch dazu und ein Verständnis für einen Hubschrauber. Was werden die Highlights dieser Veranstaltung sein? Ja, das absolute Highlight wird sicher der Blackie Schwarz sein, der was mit der Bo 105 vorbeikommt und uns manntragenden Kunstflug vorführt. Also wir werden das nicht nur im Modell sehen, das Modell davon wird auch da sein, aber wir werden da richtig spektakulären Kunstflug am letzten Abschlusstag, das ist der 30. und das wird das Finale sein, so circa um 16 Uhr wird der Blackie erscheinen und uns den Kunstflug vorführen. Bei diesen Kunstflugvorführungen kann einem richtig schwindelig werden. Und so heißt es vom 28. bis zum 30. August am Flugplatz Turnau-Lanzen. Glück ab, gut Land. Die Ferien bieten den Kindern in der Stadt Bruck an der Mur viel Abwechslung. Auch sportlich wird einiges geboten, unter anderem auch Tennis für die Kids. Nur das Wetter, das spielte nicht ganz mit. Ja, das Wetter spielt heute noch nicht ganz mit. Wir haben jetzt am Anfang ein paar Spielchen gemacht, unter anderem auch Fußball. Ich hoffe, dass wir jetzt dann in den nächsten Stunden anfangen können mit Tennis. Ich gehe davon aus, dass es zumindest die restliche Woche passen wird. Tennis ist ja gerade für die Jugendlichen ein toller Sport. Wann glaubst du, ist der richtige Zeitpunkt eigentlich für einen Jugendlichen mit Tennis zu beginnen? Also die Kleinsten, die jetzt angefangen haben, sind 4 Jahre. Das ist das Alter, wo ich sage, wo man die ersten spielerischen Übungen machen kann und wo es dann auch durchaus sinnvoll ist, Tennis zu spielen. Welche Vorteile bringt eigentlich Tennis gegenüber anderen Sportarten?
Ich sage mal so, es gibt die Möglichkeit, das sofort sowohl als Einzelsport als auch als Mannschaft auszuüben, im Doppel zu zweit gemeinsam zu spielen und auch als gesamte Mannschaft, eben ist bei den Erwachsenen, auch bei den Jugendlichen teils ist. Davis Cup ist ja auch in dem Sinne ein Mannschaftssport, sage ich mal, und denke, dass das ein großer Vorteil ist. Und wer die Tennistage in den Ferien versäumt hat, hat zu Schulbeginn noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Tenniskurs zu besuchen. Die Jugendlichen hatten jedenfalls bei dieser Ferienpassaktion der Stadt Bruck an der Mur sichtlich Spaß. Bundesliga, Sturm gegen LUV, DFC Leoben. Nach zwei nicht sehr überzeugenden Matches gelang den LUV-Spielerinnen ein Quantensprung. Gegen den klar favorisierten Gegner Sturm Graz scheint den Spielerinnen der Spielgemeinschaft LUV und DFC Leoben der Knopf aufgegangen zu sein. Gespielt wurde auf der Anlage von Sturm in Graz-Messendorf. Anfangs hatten die Sturmdamen mehr Spielanteile, aber von Minute zu Minute hat die Taktik des Trainers gegriffen und LUV kam immer besser ins Spiel. Vor allem der Kampfgeist, aber auch die spielerischen Akzente waren gegenüber den letzten Begegnungen deutlich verbessert. Das zu Beginn noch vorhandene Nervenkostüm wurde abgelegt und Sturm war seinem Namen nicht mehr gerecht. Die LUV-Spielerinnen stürmten und machten Druck. Aber es wollte zunächst kein Tor gelingen. Halbzeit 0:0. In der Pause spürte man schon den Interessensaufschwung an diesem Sport. Damenfußball ist auch ein gesellschaftliches Event. Es wird kommuniziert, über Gott und die Welt gesprochen und natürlich auch über Frauenfußball. Zweite Halbzeit. LUV macht von Anfang an Druck, gute Szenen werden herausgespielt und schließlich nach einer Traumkombination das erste Tor Marke Christine Peintinger. Eine Granate von der linken Spielseite wurde von der Obersteirerin abgefeuert. 1:0 für LUV. Ein sehenswertes Tor, das es verdienen würde, Tor des Monats zu werden. Die Gangart wurde härter, Fouls werden stärker und die Schiedsrichterleistungen leider immer schwächer. Ein Abseits nicht erkannt und ein Tor für LUV zu Unrecht nicht gegeben. Noch einige Male konnten sich die Torfrauen auszeichnen und Treffer verhindern. LUV setzte noch einmal nach und in der 90. Spielminute hieß es dann Elfmeter für LUV. Und die Spielmacherin Anja Milenkovic verwandelte sicher. Alles eitel Wonne, diesmal mit Recht, auch für den sportlichen Leiter. Ja, es scheint fast so zu sein. Man Sturm für mich noch immer einer der Favoriten für ganz vorne. Wir haben in der ersten Hälfte uns ein bisschen schwer getan, war ausgeglichen. Da hat Sturm ein, zwei Chancen gehabt, die sie nicht genützt haben. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir sicher das Heft in die Hand genommen und haben dominiert. Und wenn es ein bisschen glücklicher gewesen wäre, für mich der Freistoß war ein klarer Elfmeter, weil das Foul war im Elfmeter. Das dritte Tor war in meinen Augen auch ein korrektes Tor. Es hätte keinen klarer ausgehen, aber ich bin trotzdem zufrieden. Sturm musste erst einmal schlagen und Sturm ist nach wie vor eines der besseren Mannschaften in Österreich. Um das Bild abzurunden zu den absoluten Stützen der Spielgemeinschaft, zählt die von Neulenkbach zur LUV gestoßene, erst 16 Jahre alte Torfrau Isabella Kresche. Also ich finde, wir haben uns im Gegensatz zu den anderen Spielen sehr gesteigert und der Derby-Sieg ist natürlich das Schönste. Heute war es wechselhaft mit viel Regen. Die Temperaturen lagen zwischen 17 und 23 Grad. Morgen Mittwoch kommt der Sommer zurück. In der Früh noch kühl bei 8 bis 12 Grad. Tagsüber steigen dann die Werte auf 23 bis 27 Grad.